Ja, liebe Studierende des Seminars Barrierefreie Kommunikation, herzlich willkommen zum ersten Input-Video. Was ist leichte Sprache? Leichte Sprache ist ein laienlinguistisches Konzept, das europäische Vorläufer- und Begleitkonzepte hat, zum Beispiel die Easy-to-Read-Bewegung. Und erkennbar ist die leichte Sprache oder Texte in leichter Sprache an dem bekannten Logo, dass Texte tragen dürfen, die den Prinzipien für leichte Sprache genügen. Ganz kurz zur Entwicklung des Konzeptes: 2002 wird das Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet, das BGG, und 2006 wird es ergänzt durch die Behindertenrechtskonvention der UN, die Menschen mit Behinderungen einen Zugang ermöglichen soll zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Gemeint sind im Wesentlichen digital verbreitete Texte wie Webseiten oder auch PDF-Dokumente, um nur zwei Beispiele zu nennen. 2011 wird dann die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem BGG verabschiedet. Und diese BITVO 2.0 ist noch heute das Maß aller Dinge für die Herstellung von Barrierefreiheit für elektronische Dokumente im Netz zum Beispiel oder prinzipiell elektronische und digital zu verarbeitende Dokumente. Und diese BITVO 2.0 folgt vier Prinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Aber sie beinhaltet auch Regeln für die, oder wir würden aus linguistischer Perspektive nicht sagen Regeln, sondern Normen für die Abfassung von verständlichen Texten. Die gehe ich jetzt gar nicht im Detail durch, ich will sie Ihnen nur zeigen. Die Präsentation ist im Blogeintrag zum Seminar verlinkt, aber ich will Ihnen schon hier Sie nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass zwar in diesen Verordnungen und Empfehlungen immer von Regeln gesprochen wird, gemeint sind aber Normen. Also das heißt, es sind präskriptive Vorgaben, die die Gestalt von Texten massiv beeinflussen und sie in einer künstlichen Varietät von dem standardnahen Text sehr weit entfernen. Das Ganze gehe ich jetzt im Wesentlichen nicht im Detail durch, sondern ich würde ganz gern nur darauf auf den ersten Satz hinweisen: Abkürzungen, Silbentrennung am Zeilenende, Verneinungen sowie Konjunktiv-, Passiv- und Genitivkonstruktionen sind zu vermeiden. Damit berauben Sie mehr oder weniger den Sprachbenutzer und die Sprachbenutzerin eines großen Repertoires an sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Und das Ganze geht so fort und fort. Hinweisen möchte ich Sie exemplarisch noch auf Punkt 3. Begriffe sind durchgängig in gleicher Weise zu verwenden. Das heißt, ein Synonymgebrauch ist bei einer strengen Einhaltung dieser Normen ausgeschlossen. Das ist natürlich für einen Ansatzpunkt, der sagen will, wir möchten Menschen zum Lesen von Texten bewegen, eines der zentralen Kriterien, die Texte sehr, sehr monoton werden lassen, wenn sie für dieselbe Sache immer nur dasselbe Wort oder denselben Begriff verwenden dürfen. Und das Ganze wird aber aufgenommen in der weiteren Entwicklung, auch in den Kontexten und in dem Normsystem für leichte Sprache. 2016, das ist ein Meilenstein für die Bundesrepublik, für den republikanischen Diskurs, wird das Bundesteilhabegesetz verabschiedet, das BTHG, und das tritt in vier Reformstufen von 2017 bis 2023 in Kraft. Und es ist ein Bundesgesetz, das alle öffentlichen Institutionen beeinflusst und vor allen Dingen für alle öffentlichen Institutionen gilt. Wir sind heute an einem Punkt, an dem öffentliche Institutionen dazu verpflichtet sind, Informationen in verständlicher Weise zu erklären und auch in einer schriftlichen Übertragung in leichte Sprache, das meint hier leicht verständliche Sprache. Das Netzwerk Leichte Sprache ist ein Verein, der aus der Lebenshilfe Bremen hervorgegangen ist und der sich zum Auftrag gemacht hat,
sich für die leichte Sprache und deren Durchsetzung im öffentlichen Sprachgebrauch einzusetzen. Und ich würde Ihnen ganz gern an der Selbstdarstellung des Vereins zeigen, was der Verein Netzwerk Leichte Sprache unter leichter Sprache versteht. Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache. Man kann sie sprechen und schreiben. Leichte Sprache ist vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für andere Menschen, zum Beispiel für Menschen, die nur wenig Deutsch können. Für leichte Sprache gibt es feste Regeln. Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten haben die Regel gemeinsam aufgeschrieben. Was heißt das jetzt konkret und welche Prämissen liegen dahinter, ohne dass sie expliziert werden? Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache, ohne aber, dass man angibt, was Verständlichkeit ist. Verständlichkeit ist ein graduelles Phänomen und man kann mitnichten sagen, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Menschen mit Migrationserfahrung dieselben Schwierigkeiten bei der Verständlichkeit von Texten hätten, was das Selbstverständnis des Netzwerks aber expliziert. Also leichte Sprache sei für sehr viele unterschiedliche Adressatenkreise gedacht, darunter Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, funktionale Analphabeten und Menschen mit Migrationserfahrung. Das Ganze ist insofern kritisch zu sehen, weil Menschen, die zum Beispiel die deutsche Sprache lernen, diese leichte Sprache bestenfalls als Durchgangsvarietät gebrauchen, aber Menschen, die eine kognitive Beeinträchtigung haben, möglicherweise diese leichte Sprache als Zielvarietät erreichen sollen. Also die Kompetenz, in dieser Sprache zu lesen, vielleicht sogar zu schreiben. Und noch viel schwieriger wird es bei funktionalen Analphabeten, denen man mehr oder weniger mit der leichten Sprache eine Zielnorm beibringt, eine Zielvarietät, die dem Standardsprachgebrauch nicht entspricht. So zwingen sie Menschen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben zu lernen, dazu noch einmal umzulernen, wenn sie sich in einem Standardsprachgebrauch bewegen wollen. Das sind nur mal ein paar Probleme, die mit dieser Prämisse zusammenhängen. Das nächste, leichte Sprache ist für medial mündliche und schriftliche Kommunikation geeignet. Als angehende Linguistinnen wissen Sie, dass das höchst unwahrscheinlich ist, dass sich das in einem präskriptiven Apparat bestimmen lässt, denn die gesprochene Sprache ist gänzlich von der schriftlichen Sprache unterschieden, und zwar konzeptionell und medial und auch was die funktionalen Anwendungsbereiche angeht. Und daneben wissen Sie auch, dass der Schriftspracherwerb dem Erwerb einer Sprache im Mündlichen nachgelagert ist und wesentlich mehr Kompetenzen erfordert als der mündliche Sprachgebrauch. Und damit einhergeht, dass Sie höchstwahrscheinlich sehr viel mehr an unterschiedlichen Konstruktionen im mündlichen Sprachgebrauch verstehen können, als dass Sie sie lesen oder selbst reproduzieren können im schriftlichen Sprachgebrauch. Leichte Sprache sei fest geregelt. Das meint nicht Regel, sondern das meint Norm, also Präskription. Wie Sie ebenfalls wissen aus Einführungen und der ein oder anderen Lektüre, Sprachgebrauch lässt sich nicht festzurren. Ja, also das heißt, Sprache entwickelt sich, Sprache wandelt sich und wir können bestenfalls Konventionalisierungen von Sprachgebräuchen beschreiben. Und selbst die gängigen Grammatik- und Rechtschreibsysteme, also das heißt auch zum Beispiel der Duden, arbeiten größtenteils nicht präskriptiv, also normierend, sondern deskriptiv beschreibend. Leichte Sprache ist ein Teilhabeprojekt, ja, das stimmt. Das ist eine sehr, ist ein gesellschaftspolitisches Programm. Allerdings ist bisher die Wissenschaft in diesem Teilhabeprojekt unterrepräsentiert, was auch an der an den akademischen Vorbehalten gegenüber angewandter Forschung und vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften einem der zentralen Gegenstände der Sprache und Hochsprache liegt, die hier mehr oder weniger verändert wird in einer künstlichen Varietät. Und mit dem Vorwurf der Veränderung und vor allen Dingen der des präskriptiven Eingriffs in den Standardsprachgebrauch geht auch meist häufig der Vorwurf der Komplexitätsreduktion einher,
dem sofort die inhaltliche Komplexitätsreduktion nachfolgt. Also das Ganze ist auch durch entsprechende Stigmata belegt. Ja, was sind einige Regeln? Auch hier in der Selbstkurzdarstellung des Netzwerks: Benutzen Sie einfache Wörter, schreiben Sie keine Abkürzungen, vermeiden Sie Redewendungen, vermeiden Sie hohe Zahlen, schreiben Sie kurze Sätze, schreiben Sie alles zusammen, was zusammengehört. Also das ist ein inhaltliches Argument, kein kompositorisches. Lassen Sie genug Abstand zwischen den Zeilen, machen Sie viele Absätze und Überschriften und benutzen Sie Bilder. Das, was Sie auf der rechten Seite sehen, ist eine ebensinnige Darstellung in leichter Sprache, nämlich die Selbstdarstellung des Sächsischen Landtags. Wer arbeitet im Landtag? Was macht der Landtag? Leichte Sprache. Der Landtag in leichter Sprache. Der Landtag hat Seiten in leichter Sprache gemacht. Auf den Seiten steht, wer im Landtag arbeitet. Auf den Seiten steht, was der Landtag macht. Auf den Seiten steht, was Sie wählen können. Auf den Seiten steht, wie Sie den Landtag erreichen. Sie sehen, dieser Text ist maximal entfernt von standardsprachlichen Gebräuchen, aber er folgt den Regeln des Netzwerks für leichte Sprache. Nennen Sie immer das, benutzen Sie für dieselben Dinge immer dieselben Wörter. Ja, also benutzen Sie keine Synonyme, benutzen Sie immer wiederkehrende Redewendungen, benutzen Sie einfache Wörter. Vor allen Dingen, dann haben wir hier noch die Binnentrennung mit in den Komposita, die zur Leseerleichterung dienen soll und eine sehr reduzierte sprachliche Variation. Ja, die wichtigste Regel bei allem ist, lassen Sie den Text prüfen, und zwar durch Menschen aus der primären Adressatengruppe, nämlich Menschen mit kognitiver Beeinträchtigungen. Das wird hier übertragen in diesem Text, Menschen mit Lernschwierigkeiten, das ist damit gemeint, obwohl das nicht identisch ist. Und nur diese Menschen können sagen, ob sie den Text gut verstehen. Das heißt, diese Prüfung ist notwendig, um schlussendlich das Label auf einen Text zu vergeben, das leichte Sprache-Logo, das der Text dann trägt. Problem an diesen Prüfungen ist, dass diese Gewährspersonengruppen, die diese Texte prüfen, meist zwischen 3 und 4 Personen groß sind und vor allen Dingen sich in das Prüfen von Texten eingeübt haben. Das Ganze ist insofern schwierig, weil sie natürlich dadurch ihre Kompetenzen verbessern und tatsächlich Fortschritte beim Lesen machen. Und also man nicht zwingend sagen kann, dass ein Prüfer oder eine Prüferin dieses Textes im Erstkontakt mit einem Kommunikat in leichter Sprache steht und somit alle Verständnisschwierigkeiten fortlaufend erkennt, weil er selbst besser wird. Zugrunde liegt die nicht explizierte Prämisse, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht lernfähig sind. Und das stimmt leider in der Form nicht. Sie üben sich nämlich wie alle Menschen auch in neue Sprachgebräuche ein, bewusst oder unbewusst. Insofern ist diese Prüfpraxis schon sehr stark zu problematisieren. Ja, also was schlussendlich umfasst das Normenwerk des Netzwerks für leichte Sprache? Es umfasst syntaktische Phänomene, es geht um Text, Textgestaltung, Textorganisation, Textorganisationsprinzipien, Fragen der Bildwahl werden thematisiert, es geht um Layout-Fragen und um Wortwahl. Allerdings alles wiederum relativ intuitiv, ohne empirische Basis. Und ohne dass eine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei dieser Erarbeitung dieses laienlinguistischen Konzeptes mitgearbeitet haben. Über allem steht die Regel, lassen Sie den Text immer prüfen. Ja, ganz so geht es dann aber nicht. Und deswegen möchte ich Sie hinweisen jetzt zum Einstieg auf die Arbeit von Bettina Bock, die Ergebnisse des LISA-Projektes zusammenfasst, das in Leipzig situiert war und an dem Saskia Schuppener und Daisy Lange mitgearbeitet haben. Und der Titel ist Programm Leichte Sprache, kein Regelwerk, sprachwissenschaftliche Ergebnisse und Praxisempfehlungen aus dem LISA-Projekt. Das Ganze ist eine Open Access-Publikation, frei für Sie verfügbar. Ich weise zum einen im Literaturverzeichnis für dieses Seminar darauf hin und zum anderen stelle ich diese Publikation auch in einen Ordner ein, in dem ich
verschiedene Studien für Sie zusammengestellt habe, die Sie für das Seminar nutzen können. Den Link teile ich dann in der Matrix-Gruppe und im Matrix-Raum zum Seminar. Und jetzt zeige ich Ihnen abschließend noch, wo ich mit Ihnen hin will. Denn die leichte Sprache ist natürlich nur ein Konzept, das für verständliche Kommunikate sorgen soll. Wir wollen im Seminar allerdings auf die sogenannten VERSO-Prinzipien hin, die für Verständnisorientierung stehen und die gemeinsam zunächst zwischen CAU zu Kiel, Martins Club Bremen, jetzt aber TU Dresden und den beiden GmbHs, also in Bremen ist das die Selbstverständlich GmbH und in Dresden ist es die VERSO Dresden GmbH, erarbeitet worden sind und eingesetzt werden, um verständliche Kommunikate zu erzeugen. Sie sehen hier nochmal direkt gegenübergestellt die jeweiligen Seiten für den Sächsischen Landtag. Ich weise darauf hin, dass die VERSO-Variante nur ein Entwurf ist, aber der sich sehr viel stärker am Sprachstandard orientiert und als solches nicht mehr zwingend von standardsprachlichen Texten zu unterscheiden ist. Das Interessante an dem VERSO-Prinzip ist, dass dem empirische Studien zugrunde liegen, die tatsächlich mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchgeführt worden sind. Dazu erfahren Sie aber mehr in einem der Folgevideos und ich möchte Sie nur darauf hinweisen, wie stark diese Texte voneinander sich unterscheiden, bis hin zur Bildwahl für das berühmte Telefon. Das ist ein kleines Detail, das ich Ihnen hier gerne zeigen möchte. Niemand kennt mehr ein Wählscheibentelefon und insofern muss man dieses Icon auch nicht mehr einsetzen, wird aber durch die Grafiken des Netzwerks leichte Sprache noch benutzt. Wir haben uns hier in dem VERSO-Entwurf zum Beispiel für eine ikonische Darstellung eines Smartphones entschieden. Ja, mehr möchte ich in diesem ersten Input gar nicht für Sie bereitstellen. Ich freue mich auf die nächste Sitzung und werde diese kleinen Input-Videos nach und nach erweitern in einer Reihe, sodass Sie immer eine thematische Progression abgebildet haben, die asynchron aus der Konserve die synchronen Lernformate unterstützt. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Ihr Alexander Lasch, auf ganz bald.